Hallo Leute, ich bin's wieder mal, euer Mozzirozzi. Und ja, wenn ihr fragt, warum ich gestern kein Video gemacht habe, das lag daran, meine PlayStation ist abgekackt. Die ganze Zeit. Ja, wir sind ja letztes Mal hier stehen geblieben. Und heute mache ich eine XXL-Folge. Also heute mache ich eine Mission hiervon. Also einmal eine Mission davon. Und auch eine Mission von Dings. Wie heißt es? Wo ist es denn jetzt? Von. Ja, in hier. Login ist, keine Ahnung. Tja, wenn du fragst, was das hier ist, was diese Mr. Chiffon, Herzen wegen sind, dieses Designs sag ich, dass sind Nashörner nicht bedroht? Nicht den Kyrat. Der König hat ein Zuchtprogramm ins Leben gerufen, als er den Thron bestieg. Er ist besessen von traditioneller Medizin und glaubt damit, sein jugendliches Aussehen bewahren zu können. Raupen Pilz am Morgen für mehr Energie, Tigerpenis am Mittag für die Männlichkeit und Nashornhorn am Abend gegen Falten. Wir haben mehr Nashörner, als wir brauchen können. Reiche Geschäftsleute bieten Memes Gouverneuren $200.000, nur um eins davon zu jagen. Wow, das wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Und ich hoffe, du weißt zu schätzen, dass du bald die teuerste Antasche der Geschichte besitzen wirst. Gute Nashornhaut hält dein ganzes Leben, falls du überlebst. Also geh jetzt da raus und sei grimmig. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall eine längere Folge. Und wenn ihr euch fragt, warum ich leise spreche, mein Bruder pennt hier drin. Mein Bruder pennt in dem Jahr und möchte ihn schlafen lassen. Ja. Ich bin jetzt mal kurz leise. Da ist das Ding tot. Und heute jagen wir ein paar Tiere für die Herstellung. Rothund. Rot und Fell.
Also nicht wundern, heute mach ich eine XXL-Folge. Und ich habe jetzt ausgemacht, dass ich als allererstes die ganzen Missionen mache und danach die anderen Sachen für Platin. Heute ist meine Ausnahme. Heute sollte ich eigentlich jetzt die ganze Zeit Mission machen, statt jetzt hier diese Sachen. Aber das ist eine Ausnahme. Ja. So. Nein. Damit. Jetzt komme ich zur Mission. Ich habe ja bei meinem Kanal, glaube ich, also wenn ihr bei Mozzarotz hinschreibt, so, da steht ja mein neues Intro. Drückt da nicht drauf, weil ich habe es gelöscht. Warum? Na, ich habe das auf dem Programm gemacht und ich wusste nicht, wie das dann hier auf der PlayStation geht. Deswegen.
Oh, die Tiere brauche ich. Ja, Nummer 1. Verdammt. Auch willkommen, Schlossleben. Seht ihr das? Da fliegt gar keiner. Die Soldaten haben mein Lager zerstört. Aber die Aussicht von hier oben könnte... Hallo, hallo! Ob ich schon wandere im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Psalm 23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein. Es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Kirat. Und wir müssen sie aufspüren. Findet zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Warum meine Nase verstopft? Na gut, ich weiß, was ich tun soll. Heute mache ich zwei Missionen. Was er gerade gemacht?
schon mehr!
Heute mache ich zwei Missionen. Ich jag den Kerl noch.
Alter. So, ich jag ihn jetzt erstmal. Wenn ich ihn hab, dann melde ich mich. So, da hab ich den Spasti endlich. Na gut gerechnet. Paar Stunden. Ihr hört den Sender Freies Kühlrad. So, wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten T-Exporteur. So. Next Mission. Kyra-Team als Zentrum für Paul de Pleurs Opiumgeschäfte. Ich frag mich, ob irgendeine ausländische Antidrogenbehörde darauf hereinfällt. Ich meine, de Pleur benutzt dieselben Trucks, dieselben Farmen, dieselben Lagerhäuser und überall sind noch dieselben alten Kyra-Team-Logos drauf. Vielen Dank, Captain Blödarm. Dabei spielt das hier gar keine Rolle. Wir haben überhaupt keine Antidrogenbehörde hier. Keine DEA wie in den Staaten, keine NNCC wie in China. Und denen ist auch egal, ob wir wissen, dass sie mit Drogen handeln. Als ob das noch einen Unterschied macht. Ja, und das ist dann die letzte Mission für heute. Erweist du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja. Ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Die Leute sterben schneller, als wir sie verbrennen können. Die ganze Asche macht das Wasser im See sauer. Ich muss meinen besten Box Stimmt ja, ne? Jetzt kommt ja. Also dieses Scheißgebiet. Den hier. Wir jetzt noch ein Mission von ihnen hier und etwas. Ich habe über mein Image nachgedacht auf der Weltbühne und ich glaube, was mir fehlt, sind berühmte Freunde und Bekannte.
Du weißt schon, ein Besuch von Dennis Rodman. Vielleicht kann ich Beckham überreden, mit Galaxy gegen meine besten Elf anzutreten. Etwas klischeehaft, schätze ich. Ein Popstar? Wenn J-Lo dem Diktator von Turkmenistan Happy Birthday vorsingt, dann werde ich doch wohl einen verblassten Star von vorgestern kriegen können. Ach, mal sehen, wie viel Kanye verlangt. Folgst du ihm auf Twitter? Der ist Gold. Ich würde gern mal ein Schwätzchen mit dem Knaben halten. Komm, ich mache hier noch mal einen Cut, damit ihr jetzt das nicht sehen müsst, wie ich bis hier noch da komme. Wir sehen uns jetzt gleich. So, da bin ich wieder. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13,9. Ich bereite Predigten vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bring mir, was du findest. Alles. Thank you.
So, das war's für diese XXXXXXL-Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, Leute.